Und dann warten wir hier ein, zwei Minuten, bis wir die beiden Dinger nochmal vollständig abschöpfen können. Und dann geht es zu den Grüften. Weil dann haben wir definitiv genug Kanonenfutter. Für damit Roll und unser Lich, unser Schreckensmagier. Die Paladine auseinandernehmen können, die da im Weg stehen. Aber vorher brauchen wir dringend noch ein paar mehr Fußsoldaten. Und wir haben leider nur noch das hier als Möglichkeit zum Rekrutieren. Ja, Gartok. Die größte Nervensäge vom Vorgänger ist hier unsere mächtigste Einheit gerade. Also ja, 350 Sekunden sind halt 5 Minuten, die wir warten müssen. Und ja, ich kann die Paladine hier ärgern. Ich kann die sogar sehr gut ärgern. Ich kann sie einfach umbringen. Die heilen sich nämlich gerade fast nicht. Oder die heilen sich gerade gar nicht. Den Bauern macht das zum Glück scheinbar nichts oder wenig aus. Hier in den Grenzlanden möchte ich übrigens auch nicht leben. Auf der einen Seite sind Elfen, die uns anpissen, und auf der anderen Seite sind Orks, die uns anpissen. Wobei hauptsächlich ich ja schuld dran bin. So, noch ein Paladin weg. Wie sieht's hier an den Friedhöfen aus? Das dauert noch ein bisschen, bis der dunkle Friedhof hier fertig ist. Bristorn ist immer noch verbündet. Altrokov auch. Ich müsste wirklich mal ausprobieren, welche Rolle das ganze Zeug gebe. Wobei, du solltest das hier tragen.
Oh ja, das kann Roll tragen. Das sollte auch Roll tragen. Ach, du hast auch noch Vorräte. Wobei der Drachentöter ist stärker als das Titanenschwert. So. Städte. Aldorg, nicht Aldorg, auf Briston. Ich habe hier nämlich noch zwei Paladine. Die ich töten möchte. Und da ist echt die Frage, zählt Roll als Untoter oder kann ich Roll in die Stadt schicken? Weil Roll sieht aus wie ein Mensch. Und er täuscht ja auch andere. Müssen wir ausprobieren. Wenn ich Roll in die Stadt schicken kann, wäre das nämlich praktisch, um die restlichen Rohstoffe hier zu verkaufen. So. Hier sollte auch bald der Friedhof hier fertig sein. Immer noch 80 Sekunden, also über eine Minute. Holen wir uns schon mal die kleinen Skelette von hier drüben. Und die Gemeinheit ist ja, die guten Sachen spawnen immer als letztes. So, noch unter eine Minute, gleich 50 Sekunden. Ja, die wollen keinen Frieden mehr. Die Goblins hier drüben kann man gar nichts machen. Also ja gut, man könnte Goblins kaufen und die beiden Sachen clearen. Und da ist bei dem Goblin-Geschäft verkaufen, aber wozu? Die Paladine sind ausgelöscht. Da sind meine Skelette, die ich brauche. Ich meine, ich latsche jetzt gleich vor die Stadt, mache einen Quicksave und dann versuche ich mal Roll reinzuschicken. Weil hier unten kann ich lang, das weiß ich. Da reagieren sie noch nicht feindlich. So, dann sehen wir mal. Hast du Roll? Scheinbar nicht. Das heißt, Roll kann alles verkaufen, was wir noch so an Ressourcen haben. Kann eine Wissensschriftrolle noch kaufen.
Kann ja auch einfach mal benutzen. Das ist praktisch. So, die Menschenfestung lassen wir links liegen. Oh, Aldrukov hasst uns jetzt. Briston nicht. Ach, ist doch egal. My troops are under attack. Oh, Menschenfeste hast du uns jetzt auch. Wahrscheinlich, weil wir die Truppen hier angegriffen haben. Egal, können wir mitleben, oder? Machen wir die Menschenfestung als nächstes gleich platt, wenn wir die guten Truppen haben. Oh, darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, die Zombies zerfallen jetzt langsam wieder. Rise, servants of darkness. Die. We are under attack. Okay, das lief nicht so, wie wir es wollten. We are under attack. My troops are under attack. Something has gone wrong. I'll cast the spell again. Das ist was schiefgelaufen. Ich werde den Zauber noch einmal anwenden. Take a look at this rune first. I found it on one of the dead paladin warriors. Seht euch zuerst diese Rune an. Ich habe sie bei einem der toten Paladine gefunden. A black blood rune. This must be the last one in existence. This unique artifact makes brave men go berserk. Eine schwarze Blutrune. Sie muss die letzte sein, die noch existiert. Dieses einzigartige Artefakt treibt tapfere Männer in den Wahnsinn. The black blood rune turns weak men into lycanthropes. Half human, half wolf creature, devoid of feelings, but with a deep desire to kill. Die schwarze Blutrune verwandelt schwache Männer in Lykanthropen. Kreaturen, die halb Mensch und halb Wolf sind, keine Gefühle haben und nur töten wollen. Jetzt wissen wir auch, wo die Lykanthropen herkommen. Das habe ich in dem Let's Play vom Vorgänger ja erwähnt. Ein bisschen Foreshadowing, dass wir das hier erfahren werden. We can use this to our advantage. Raise more paladin warriors and we'll move on. Wir können dies zu unserem Vorteil einsetzen. Nehmt mehr Paladine, dann ziehen wir weiter. Come to me. Serve the darkness. Serve your lord.